Hallo zusammen, ich komme nach Emden an die Nordsee und zwar am 20. September ist die Fotokina, geht die los und am ersten Tag werde ich am Nachmittag ein Show-Shooting an der Fotokina machen. Und das Wochenende davor, das ist der 17. 18. September, bin ich bei Klaus Reinders in Emden. Wir werden Workshop machen, zwei Stück, am Samstag und am Sonntag. Am Samstag machen wir Studio-Portraits. Der Klaus hat ein sehr cooles Studio, hat alles, was man als Studio-Equipment braucht. Und zwar nicht super High-End, sondern wirklich was Sachen wie ich hier auch habe. Also da ist auch mal was von Valimax, Shinbei und so weiter dabei. Also wirklich Sachen, die ihr wahrscheinlich auch habt oder haben möchtet oder haben solltet oder wie auch immer. Das ist eine super Gelegenheit. Wenn du ein Studio hast und ein bisschen unsicher bist mit deinem Equipment, können wir da sehr viel ausprobieren. Und vor allem natürlich, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dir ein eigenes Studio einrichten und weißt nicht genau, was sollst du da kaufen, dann eben, wir werden da sehr viel ausprobieren. Ich gebe mir sehr Mühe, dass alle Teilnehmer das mitnehmen, weswegen sie gekommen sind, sofern es halt geht. Am Sonntag gehen wir dann raus. Wenn es furchtbar regnet, dann gehen wir ans Fenster. Aber prinzipiell gehen wir raus. Sein Studio ist direkt am Hafen. Wir gehen also dann in den Hafen von Emden. Wir werden zwei Models haben, sodass die Fotografen sich das wirklich aufteilen können und dann also maximal drei Fotografen mit jedem Model am Arbeiten können. Wir werden am Sonntag sehr viel shooten, sehr viel Gelegenheit haben, da irgendwie Bilder zu machen. Bilder, Bilder, Bilder. Weil das ist wichtig, dass ihr Routine kriegt. Ich werde ständig hinter euch stehen. Der Klaus ist dabei. Also wir haben zwei Instruktoren dabei, zwei Models, also super enge Betreuung. Und ihr werdet lernen, Diffusor und Reflektor und wo finden wir hier Schatten und wie machen wir das mit dem Gegenlicht und jetzt scheint die Sonne und dann kommen wieder Wolken und schon wieder kommt die Sonne. Ne? All die Gelegenheiten, die Gegebenheiten, die man bei sowas halt hat. Der Hafen von Emden ist sehr schön, es hat immer viele Schiffe da und so, also da finden wir auf jeden Fall was, wo wir coole Bilder machen können. Es gibt noch ein paar andere Goodies und zwar ist das mein aktuell, ne, schon seit 3 Wochen auf Platz 1 bei Amazon, das E-Book. Das ist jetzt die Papierversion, das wird es nicht so ohne weiteres zum Kaufen geben, ist aktuell nicht geplant, also irgendwann schon, aber nicht direkt. Ich habe mir aber mal so eins drucken lassen und mir das angeschaut und ich denke, ich werde künftig zu den Workshops welche mitbringen und da gibt es also noch so ein Ding handsigniert. Ja, wenn du jetzt denkst, warte darauf, dass es zu kaufen kommt, nur als Information, das ist noch nicht fertig. Ja, da steckt schon noch viel Arbeit drin, um jetzt aus dem Word das zu drucken, das ist ein, aber ein richtiges Buch draus zu machen, das irgendwie Absätze richtig umbrechen und die Beschriftung von dem Bild auch da ist, wo sie hingehört und so weiter. Da ist schon noch Arbeit drin. Und das Buch hat mich jetzt $20 gekostet, einschließlich Versand. Das E-Book kostet 5 Euro. Also da ist schon noch Optimierungspotenzial. Und außerdem, alle, die in meinem Workshop sind, denen gebe ich Zugriff auf eine geheime Facebook-Gruppe, wo halt eben Leute drin sind, die mal in einem Workshop von mir waren. Das ist eben dafür da, sich auszutauschen. Da sind alle lauter Gleichgesinnte, auch ungefähr so auf einem Niveau, sodass man das auch nutzen kann, um mal Fragen zu stellen, um mal ein Bild zu posten und sagen, wie kann ich das besser machen? So all diese Sachen, ohne dass gleich irgendwie auf einen eingehauen wird, sondern das sind alles ein sehr kollegialer Kreis, sag ich mal. Also eine super Sache, bin ich aktuell sehr zufrieden mit. Es sind jetzt 34 Leute drin, ist also ein bisschen überschaubar. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn die Leute sich alle kennen würden, auch wenn ja immer nur 4, 5 von ihrem Workshop dabei sind. Also klappt sehr gut. Ja, ich hoffe, das hat Lust gemacht. Ich hoffe auf viele Anmeldungen für den Workshop in Emden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.